Von Aura-Analysen bis hin zu Ritualen. Mit derartigen Methoden kann das Bewusstsein gestärkt werden und somit mehr Glück und Freude entstehen. Margit, Hexe und Schamanin der Liebe, nimmt sich für jeden die Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Also ich bin ganzheitlich schamanische Naturheiltherapeutin, sprich Hexe und Schamanin der Liebe. Und ich arbeite hauptsächlich im Bereich der Aura-Analytik, der Numerologie. Dann arbeite ich noch viel mit Handlesen, mit Lomi Lomi Nui, mit Aromen, mit Klängen, mit Düften. Alles, was mit Karma und Spiegelarbeit ist, ganz ein großer Teil. Ich gebe den Menschen was mit, wo sie selber zu Hause dann damit arbeiten können. Weil es ist ja nicht der Sinn und Zweck, dass ich mit den Leuten, dass ich in die Leute was abnehme, sondern dass die Menschen oder Klienten, die zu mir kommen, dass die wirklich lernen, selber im Leben gewisse Sachen zu erkennen und selber zu verändern. Um die persönliche Zukunftsaura und Eigenliebe zu verstärken, arbeitet sie unter anderem mit Spiegelkarten. Wenn ich die Karten lege, lasse ich mein Gegenüber immer selber mischen und lasse auch die Karten selber ziehen, weil damit kann ich nichts manipulieren. Und das sind spezielle Lichtkarten, wo Symbole drauf sind, anhand der Zahlen und der Symbole, die eigene Bedeutungen haben, sage ich mein Gegenüber, wo dann seine Sonnenseiten sein, wo seine Stärken sein. Ich schaue mir seine Numerologie mit dazu an, anhand von seinem Namen und von seinem Geburtsdatum, kann ich dann schauen, aha, wo sind die Sonnenseiten, wo sind die Schattenseiten und auch die Aura, wo ist die Aura stark, wo ist sie schwach. Und dann schaue ich, wie ich meinen Klienten am besten helfen kann und ihm Hilfestellungen geben kann, auf energetisch-spirituelle Weise, dass er seine Stärken und seine Erfolgserlebnisse und seine positiven Karma und Spiegel stärken kann. Wenn all das, was vor dir liegt, auf einmal einen Sinn ergibt, dann scheint durch die Dunkelheit am Ende das Schlecht. Denn du bist das Schlecht. Margit beherrscht ebenfalls die Kunst des Handlesens. So, wie gesagt, bei deinen Handlinien schaue ich eben speziell auf die Herzlinie, auf die Lebenslinie und auf die Kopflinie. Und auf die Schicksalslinie, auf die Bewegungslinie auch und auf die Liebes- und Sexuallinien. Und schaue, aha, wo ist Verbesserungspotenzial und wo können wir einarbeiten, damit du mehr im inneren Einklang bist, im Ausgleich bist. Und je mehr ich das in meinem Leben verändere, desto mehr ändern sich auch die Lebenslinien. Ich habe gelernt zu verstehen, warum handelt mein Gegenüber so, wie es handelt. Und wenn ich halt verstehe, dass mein Gegenüber mich nicht mit Absicht verletzt, sondern dass es unbewusst läuft, und wenn ich das halt verstehe, dass der im Endeffekt eine Botschaft für mich hat, wo ganz was Tolles dahinter versteckt ist, dann gibt es aus meiner Sicht viel mehr Lebensfreude, weniger Neid, viel mehr Freude und somit aus meiner Sicht können viele Streitigkeiten und viel, vielleicht sogar Kriege verhindert werden. Mehr Freude und Glück im Leben. Margit bietet individuelle Beratung und ganz persönliche Analyse in Innsbruck. Nähere Infos gibt's auf www.espirima.at.